diese Woche in Vatikano. Papst Franziskus verkündet einen neuen Welttag, der den Großeltern und den älteren Menschen gewidmet ist. Der 14. Februar ist weithin als Valentinstag bekannt, doch nur wenige kennen den Heiligen, dem dieses Fest seinen Namen verdankt, und wissen, dass an seinem Festtag noch zwei weitere Heiliger gedacht wird. Das und mehr gleich in Vatikano. Der Welttag des geweihten Lebens fällt auf das Fest der Darstellung Jesu im Tempel. Er wird zum Dank an alle Männer und Frauen gefeiert, die sich Gott geweiht haben. Im Petersdom beginnt die Liturgie mit der Prozession und dem Segen der Kerzen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eine Tradition, die bis ins 7. Jahrhundert zurückreicht. Die Darstellung im Tempel steht für die Verkündigung Christi als das Licht der Welt. In einer nur schwach beleuchteten Basilika erteilt der Papst seinen Segen und entzündet die Kerzen, die die Herzen der Gläubigen nicht nur mit physischem, sondern auch mit geistlichem Licht erleuchten sollen. Am diesjährigen 25. Welttag des geweihten Lebens hat Franziskus alle Ordensmänner und Frauen dazu eingeladen, sich in ihrem täglichen Leben von der Geduld des Simeon inspirieren zu lassen. Hat drei Bereiche genannt, in denen Geduld wachsen kann. Im persönlichen Leben, im Gemeinschaftsleben und in unserer Beziehung zur Welt. Im Gebet hat Simeon gelernt, dass Gott nicht in außergewöhnlichen Ereignissen kommt, sondern dass er sein Werk in der scheinbaren Monotonie unseres Alltags vollbringt. Im manchmal ermüdenden Rhythmus unserer Aktivitäten, in den kleinen Dingen, die wir mit Beharrlichkeit und Demut ausführen, wenn wir versuchen, seinen Willen zu tun. Der Papst hat uns daran erinnert, dass Gott die Menschen nicht dazu beruft, Solisten zu sein, sondern Teil des größeren Chores der Kirche, was in der Gemeinschaft des geweihten Lebens deutlich wird. Papst Franziskus hat einen neuen Welttag eingerichtet, der Großeltern und älteren Menschen gewidmet ist und an jedem vierten Sonntag im Juli gefeiert werden soll, zeitnah zum liturgischen Gedenktag für Joachim und Anna, die Großeltern Jesu. Der Heilige Geist weckt auch heute noch in alten Menschen Gedanken und Worte der Weisheit. Ihre Stimme ist kostbar, weil sie das Lob Gottes singt und die Wurzeln der Völker bewahrt. Sie erinnern uns daran, dass das Alter ein Geschenk ist und dass die Großeltern das Bindeglied zwischen den Generationen sind, dank dem die Lebens- und Glaubenserfahrung an die Jugend weitergegeben werden kann. Per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. Der neue Welttag erinnert an die Bedeutung, die ältere Menschen für uns und die Gesellschaft haben. Mit der Einrichtung dieses Welttags wird bekräftigt, worauf Franziskus bereits in seiner Enzyklika Fratelli Tutti hingewiesen hat, dass der Mensch die Verantwortung hat, sich um die Schwächsten in der Gesellschaft zu kümmern.
Papst Franziskus hat den ersten Welttag der Geschwisterlichkeit aller Menschen mit Staatsoberhäuptern aus verschiedenen Ländern gefeiert. Damit wollte er betonen, wie wichtig es ist, trotz aller religiösen Unterschiede Brüder und Schwestern zu sein. Hermanas y hermanos. Schwestern und Brüder. Das ist das Wort. Schwestern und Brüder. Um die Geschwisterlichkeit zu bekräftigen. Vor allem im Gegenüber, dem Großimam Ahmed al-Tayyib, meinem Bruder, Freund und Gefährten im Kampf für die Geschwisterlichkeit, dem ich für seine Begleitung auf dem Weg der Erarbeitung des Dokuments danke, das wir vor 2 Jahren vorgelegt haben. Sein Zeugnis hat mir sehr geholfen, denn es war ein mutiges Zeugnis. Ich weiß, dass es keine leichte Aufgabe war, aber wir konnten es gemeinsam tun, uns gegenseitig helfen. Das Schönste ist, dass dieser erste Wunsch nach Brüderlichkeit in wahrer Brüderlichkeit gefestigt wurde. Danke, Bruder. Danke. Gracias, hermano. Gracias. Während des Treffens rief der Papst zur weltweiten Anerkennung der Tatsache auf, dass wir trotz unterschiedlicher Sprachen, Traditionen und Kulturen alle denselben Vater im Himmel haben. Danke an alle, die auf die Geschwisterlichkeit gesetzt haben, denn Geschwisterlichkeit ist heute die neue Grenze der Menschheit. Entweder sind wir Brüder und Schwestern, oder wir zerstören uns gegenseitig. Teil der Veranstaltung war die Verleihung des Zayed-Preises für menschliche Geschwisterlichkeit 2021 an UN-Generalsekretär Antonio Guterres und die in Marokko geborene französische Aktivistin Latifa Ibn Ziaten. Die Preisträger wurden für ihre Arbeit zur Förderung von Frieden und Geschwisterlichkeit ausgezeichnet. Und in diesem Geist der Geschwisterlichkeit bereitet sich Franziskus nun auch darauf vor, in den Irak zu reisen, in der Heimat Abrahams, des Stammvaters der 3 monotheistischen Religionen. Will der Papst Zeugnis dafür ablegen, dass Christen, Muslime und Juden in Frieden leben und Geschwister sein können. Die römische Basilika Santa Maria in Kosmedin ist eine berühmte Touristenattraktion. Hier befindet sich das antike Marmorrelief Bocca della Verità, der Mund der Wahrheit. Die Legende besagt, dass er zubeißt, wenn jemand, der lügt, seine Hand hineinstreckt. Aber während die Touristen hier Schlange stehen, um ihre Hand in den Mund zu stecken und ein Foto zu machen, wissen nur wenige, welcher Schatz sich im Inneren der Kirche befindet. Monsignor Chihade Abud, der Rektor der Basilika, verrät uns mehr darüber. Eine der wichtigsten Reliquien, die Sie in dieser Basilika finden werden, ist die des heiligen Valentin. Das Leben des heiligen Valentin ist mit den Liebenden verbunden. Er wird am 14. Februar gefeiert, dem Tag, an dem er enthauptet wurde. Il giorno in cui è stato decapitato.
Die Geschichte des heiligen Valentin ist weltbekannt. Das Fest des römischen Heiligen aus dem 3. Jahrhundert wird fast überall auf der Welt gefeiert. Zu seiner Biografie ist nicht viel bekannt und oft wird sein Name mit dem eines anderen Heiligen verwechselt. Die Gelehrten haben nämlich festgelegt, dass es zwei heilige Valentins gab. Wenn man aber das Leben des heiligen Valentin studiert, sieht man, dass es nur eine Person ist. Wir haben seinen Schädel und in manchen Ländern gibt es noch andere Reliquien des Heiligen. Valentin lebte in einer Zeit, in der es Christen nicht leicht hatten, im 3. Jahrhundert. Es war eine Zeit, in der die Kirche in Rom noch nicht öffentlich anerkannt war. Der Kaiser war den Christen nicht wohlgesonnen. Damals Christ zu sein, war fast wie ein Verbrechen. Aber der heilige Valentin hatte keine Angst davor, die Heiden oder die politischen Führer zu evangelisieren. I pagani evangelizzare anche i capi politici. Pater Dschihad sagt, war der heilige Valentin vor allem ein Seelsorger, der bereit war, für seine Herde alles zu geben. Der zweite Punkt, der ihm Probleme bereitete, war, dass der damalige Kaiser Claudius beschlossen hatte, Soldaten nicht mehr heiraten zu lassen. Warum? Weil man dachte, dass sich ein Soldat, der heiratet, nicht mehr genug auf den Krieg, die Feinde konzentriert, die Sicherheit Roms bedrohten. Der heilige Valentin war für sie unbequem. Er glaubte nämlich das Gegenteil, dass erst das Familienleben einem Menschen Halt gibt. Er hat weiterhin das Sakrament der Ehe gespendet, das Sakrament der Ehe nach dem christlichen Glauben, also der heiligen Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau. In einer Zeit, in der die Definition der Ehe ständig angegriffen und verwässert wird, ist die Geschichte des heiligen Valentin eine großartige Erinnerung daran, die Heiligkeit der Ehe zu verteidigen. Und daraus ergibt sich eine Botschaft, die uns der heilige Valentin auch heute noch vermittelt, dass wir eine klare Vorstellung von der Ehe haben müssen. Wegen seiner Überzeugungen wurde der heilige Valentin nämlich sogar ins Gefängnis gesteckt. Der dritte Punkt, den ich im Leben des heiligen Valentin unterstreichen möchte, ist folgender. Als er im Gefängnis saß, hat man ihn gebeten, für die Tochter des Zellenwärters zu beten. Sie war blind. Dank der Gebete des heiligen Valentin wurde ihr das Augenlicht wiedergegeben. Ein Sprichwort besagt, dass Liebe blind ist. Nein, die Liebe sieht. Und sie sieht sogar sehr gut. Sie sieht aber nicht so, wie wir sehen wollen. Denn wenn man sich zu einem anderen Menschen hingezogen fühlt, sieht man etwas, was sonst niemand zu sehen vermag. Wir bitten um die Fürbitte des heiligen Valentin, damit wir das Gefühl des Verliebtseins wirklich leben können. Und damit wir auch unseren Glauben und die Sakramente mit einer wahren Tiefe leben können. In der römischen Basilika Santa Maria in Cosmedin haben die Gläubigen des griechisch-melkitischen Ritus der katholischen Kirche ihr Zuhause gefunden. Am Sonntag wird in drei Sprachen die Messe gefeiert: Italienisch, Griechisch und Arabisch. Nach der Messe findet Monsignor Abud immer noch Zeit, vor den Reliquien zu beten und um die Fürsprache des heiligen Valentin zu bitten. Die slawischen Christen stellen in Europa die größte Religionsfamilie dar.
Ihre Liturgie wird in zwei Riten gefeiert, dem östlichen und dem westlichen. Die Gläubigen sind katholisch und orthodox. Die Ursprünge ihrer Taufe gehen aber auf die noch ungeteilte Kirche und die heiligen Brüder Kyrill und Methodius zurück. (1980) erklärte Johannes Paul II. Die heiligen Kyrill und Methodius zu Mitpatronen Europas. Die orthodoxe Kirche stellt sie sogar auf eine Stufe mit den Aposteln. Wie Pater Jaromir Satrapa vom Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen sagt, ist ihre Arbeit das beste Beispiel dafür, wie viel die Kirche bewirken kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Ich bin Slave und stamme aus Mähren, wo die heiligen Kyrill und Methodius das Christentum begründet haben und wir noch heute die Früchte ihrer Mission spüren können. Und dafür sind wir ihnen natürlich sehr dankbar. Johannes Paul II. Hat ihre Mission für die ganze Welt vorgeschlagen. Die heiligen Kyrill und Methodius sind eine große Brücke zwischen Ost und West, zwischen der ostbyzantinischen und der westlichen Tradition. Die heiligen Kyrill, der ursprünglich Konstantin hieß, und Methodius wurden im Oströmischen Reich geboren, in Thessaloniki. Zu einer Zeit, als die Kirche noch geeint war. Die Brüder erhielten eine hervorragende Ausbildung. Methodius wurde Mönch, sein Bruder Philosoph. Kyrill hatte man zu den Sarazenen geschickt. Nach seiner Rückkehr wurden die Brüder vom Kaiser als Missionare zu den Chassaren auf die Krim gesandt. Und dort sollen sie der Überlieferung nach ja auch die Reliquien des heiligen Clemens gefunden haben. Nach der erfolgreichen Mission und der Rückkehr nach Konstantinopel beschloss Konstantin, wie sein Bruder, Mönch zu werden und nahm den Ordensnamen Kyrill an. Die beiden Brüder lebten ein einfaches Klosterleben, aber Gott hatte mit ihnen andere Pläne. Die Berichte über die erfolgreiche Mission bei den Chasaren erreicht die Mähren, die heutige Tschechische Republik. Der dortige Fürst Rastislav bat den byzantinischen Kaiser Michael III., ihm einen Bischof und Lehrer zu senden. Hier möchte ich den heiligen Kyrill zitieren. Ich danke Gott, dass ich mehr Sprachen spreche als ihr alle. In der Kirche lehre ich andere aber lieber mit 5 Worten in ihrer Volkssprache als mit 10.000 in einer ihnen unbekannten Sprache. Die Brüder waren überzeugt davon, dass Christus, der die Fleischwerdung des Logos, des Wortes Gottes ist, die Sprache des Volkes sprechen sollte. Deshalb übersetzten sie Bibelpassagen und liturgische Bücher und schufen so die erste Schrift für die altslawische Sprache, das glagolitische Alphabet, was der slawischen Liturgiesprache den Weg ebnete. Die Nachricht von ihrer neuen Art der Evangelisierung erreichte den Papst, der die Brüder nach Rom beorderte. Er wollte mit ihnen besprechen, ob die heiligen Bücher in die neue slawische Sprache übersetzt werden sollten. Sie machten sich also auf den Weg nach Rom. Doch als sie dort ankamen, war Papst Nikolaus I. gestorben.
Sein Nachfolger, Papst Hadrian II., erkannte aber die Bedeutung der Slawenmission und stimmte der slawischen Liturgie zu. Ihre Übersetzungen des Evangeliums und der liturgischen Texte wurden auf den Hauptaltar von Santa Maria Maggiore gelegt, um so symbolisch deren Akzeptanz seitens Rom zu zeigen. Das war ein großes Zeichen der Wertschätzung ihrer Mission. Die Brüder hatten auch die sterblichen Überreste Papst Clemens, des Schutzpatrons ihrer Mission, nach Rom gebracht. Papst Hadrian II. Ließ die Reliquien in feierlicher Prozession in die Basilika San Clemente überführen. Das Gotteshaus war an der Stelle errichtet worden, wo einst das Haus des heiligen Clemens stand. Dieser Sinn für Einheit, der Sinn für eine Kirche, auch wenn es zwei Traditionen gab, wurde respektiert. Die Slawenmissionare haben den apostolischen Stuhl von Rom und den Bischof von Rom wirklich respektiert. Die Mission der Brüder zeugte von ihrer Treue zu Petrus und den Päpsten. Und so wurden sie auch von Papst Hadrian selbst zu Bischöfen ernannt. Kurz nach ihrer Ankunft in Rom erkrankte der heilige Kyrill und starb. Am 14. Februar 869 wurde er in der Basilika San Clemente neben dem heiligen Papst begraben, den Kyrill so viele Jahre lang verehrt hatte. Aber die Mission des heiligen Methodius war noch nicht beendet. Er wurde der erste Bischof der slawischen Völker, wurde für seinen Glauben ins Gefängnis geworfen und konnte das Evangelium nach ganz Mitteleuropa, auf den Balkan und in die Kiewer Rus tragen, deren Erben die Russen, Weißrussen und Ukrainer sind. Doch so unglaublich ihre Geschichte auch anmuten mag, Pater Jaromir hat folgende wichtige Dokumente aufgelistet, die ihr Evangelisierungswerk bestätigen. Mit dem Schreiben Gloria in Excelsis Deo an Rastislav, den Großfürsten von Mähren, gründet Papst Hadrian II. Im Jahr 869 das Erzbistum Mähren und ernennt Methodius zu dessen Bischof. Im Jahr 880 schreibt Papst Johannes VIII. An Fürst Sviatopolk von Mähren und genehmigt den Gebrauch der slawischen Sprache in der Liturgie. 1880 verfügt Papst Leo XIII. Mit der Enzyklika Grande Munus, dass der Kult der heiligen Kyrill und Methodius auf die ganze Kirche ausgedehnt wird. 100 Jahre später, im Jahr 1980, erklärt Johannes Paul II. Mit dem apostolischen Schreiben Egregia Virtutis, die heiligen Kyrill und Methodius zusammen mit dem heiligen Benedikt zu Schutzpatronen Europas. 1985, fünf Jahre später, listet der heilige Johannes Paul II. In einer Enzyklika Slavorum Apostoli diese kirchlichen Dokumente noch einmal auf und würdigt das Werk der heiligen Brüder Kyrill und Methodius. Das kulturelle Erbe der Brüder ist immens. Heute wird das kyrillische Alphabet, das von den Jüngern der heiligen Kyrill und Methodius entwickelt wurde, in mehr als 50 Nationen Europas, Zentralasiens und der Mongolei verwendet. Das geistliche Erbe der heiligen Brüder aber ist noch viel größer. Ihre Mission legte den Grundstein für die Christianisierung der slawischen Völker, die sich zu einer der schönsten Ausdrucksformen des Christentums entwickelt haben. Thank you.